So, jetzt aber wirklich strammten Fußes zu unserem Synchronisationspunkt. So. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Entschuldigung. Ja, nein. Jetzt gehen wir mal über das Seil. Und dahin und dorthin. Halt, warte, 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 warte. Jetzt haben wir es. Und auf geht's. Hallo? Aha. Jetzt geht's aufwärts. Ich dachte, das können wir kaputt machen. Daneben hier. Wichtiger Ort entdeckt. Ups. Und zwar ein Ort in der runden Stadt. Gut. Und jetzt weiter zum Missionsziel. Ich bin neben Schreie zu hören. Aber bald darauf haben wir es gesagt. So, hier muss irgendwo hin. Genau. Lieber verborgen bleiben. Nee, 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 nee. Richter und Henker. Wirps? Vergib mir, Enkidu. Das war ja wohl nix. Ich habe dich Gefahr ausgesetzt. Aber natürlich nicht getötet. So. Irgendwie müssen wir darüber. Der Masalim-Gerichtshof ist nicht weit. Darwish erzählte mir mal, dort könnte das Volk sich beschweren, wenn eine Rechtsprechung Unrecht war. Mein Vater sagte, das Wesen eines Mannes offenbart sich jenen, die unter ihm arbeiten. Diese Richter müssen den Statthalter besser kennen als andere. Hey du! Was? Nieder mit dir! So. Jetzt können wir Aikido wieder losschicken. Jetzt sicher kundschaften. Genau. Das Messer wieder einsammeln. Sei meine Augen, Aikido. Ja, jetzt zeigt er auch nicht an. Witzig. Scheiße. Das hilft mir jetzt weiter. Du bist tot! Wo liegt denn das Problem? Wenn jemand unbedingt sterbt. Geh ich jetzt ran?
ziehe bald meinen Speer. Jetzt hat der Move geklappt. Cool. Ich weiß zwar nicht, wie ich ihn gemacht habe. Zeige mir alles. Aber warum zeigt er mir jetzt nicht? Toll. Übergabe von Beweisen. Es wird erlassen, dass es allen Amtsträgern des Gerichts strengstens verboten ist, Beweise für Bestechlichkeit bei sich zu tragen oder in privaten Schreibstuben aufzubewahren. Alle Beweise müssen in dem dafür vorgesehenen Platz über dem Gericht aufbewahrt werden. Insbesondere müssen unrechtmäßig erworbene Gewinne ausgehändigt werden, auf dass sie nicht wieder in die falschen Hände geraten. Dieses Gericht muss Bestechlichkeit bekämpfen und ihr nicht selbst zum Opfer fallen. Jawoll. Ach ja. Tja, irgendwo hier, ne? Und so. Ich schlage auch nicht jede Bestechung aus, aber damit in aller Öffentlichkeit zu prahlen? Ich will nicht prahlen. Was? Blute! Ja! Lass mal Truhen plündern. So, hier ist der Herr Richter aber nicht, aber das sieht aus wie sein Amtszimmer. Über uns ist so eine Truhe. Okay. Alles klar. Eigentlich sollte er jetzt da hochklettern. Okay, dann halt so. Natürlich. Da ein Fenster, was man zerstören kann. Nur wo ist das? Da ist es. Da sind wir. Tour des der Verborgenen. Oh, jetzt haben wir alles eingesackt. Cool. Das bedeutet, Montur der Verborgenen könnten wir maximal verbessern. Ist zwar gut und schön, aber damit haben wir immer noch nicht den Herrn Richter gefunden. Herr Richter, was spricht er? Wo könnte der sein Amtszimmer haben? Das hatten wir schon gelesen.
Denunzierung. Ah, da ist er. Verehrter Richter des Masalim-Gerichts. Ihr habt kürzlich mein Dorf besucht, um die Arbeit eines gewissen Kadi zu untersuchen, dem eine ungeheuerliche Bestechlichkeit zur Last gelegt wird. Ihr solltet wissen, dass er sich am Tag eures Besuchs als Händler verkleidet hat, um auf dem Marktplatz lauthals ein Loblied auf sich selbst zu verbreiten. Lasst euch von diesem Schauspiel nicht täuschen und lasst euch nicht von ihm bestechen. Na, du sollst nicht gleich auf die Tische rumklettern hier. Das macht man nicht. So. Richter und Rechtssystem. Wurde einem ein Unrecht oder eine Kränkung angetan, suchte man den Kadi, den geistlichen Richter, auf. Seine Aufgabe bestand dahin, mit Hilfe der Scharia, bestehendes Recht, den Frieden unter den Muslimen zu bewahren. Zu diesem Zweck konnte er Urteile in jedem Bereich fällen, von Schulden bis Erbstreitigkeiten, von Diebstahl bis Ehebruch. Jeder freie, geistig gesunde und erwachsene muslimische Mann konnte Kadi werden. Mein Gott, kann ich nicht mehr lesen. Er musste sich nur an den Schulen für Erwachsene, die sich überall in der Stadt befanden, in islamischen Wissenschaften bilden. Dann konnte er in der Moschee oder von zu Hause aus Recht sprechen. Oh, da gab es schon Homeoffice. Cool. Dort wartete er auf Kläger, die ihre Fälle vorbrachten und bestritten. Beide Seiten konnten Zeugen sowie be- und entlastende Schriftstücke präsentieren. Vergangenen islamischen Urteilen entsprechend fällte der Kadi dann das Seine. Gegen diese Entscheidung konnte kein Widerspruch eingelegt werden. Je nach Verbrechen stand die Strafe entweder fest oder war Ermessensfrage. Einen Nachbarn zu verleumden, konnte zu 80 Peitschenhieben führen, während es 5 Kamele kostete, jemanden am Kopf zu verletzen. Kadis waren auch dafür zuständig, vor Ort zu bestätigen, dass die Entscheidungen des Kalifen der Scharia entsprachen. Sie konnten somit die Gesetze des Kalifats anfechten, wenn diese den religiösen Gesetzen widersprachen. Um religiöse Autoritätspersonen unter Kontrolle zu halten und den Einfluss von Kadis einzuschränken, setzten Kalifen verschiedene Methoden ein. Eine davon war der Masalim-Gerichtshof, dessen Richter vom Kalifen bestimmt wurde. Der Verbesserungsplan. Gut. Dann werden wir mal zum Herrn Richter gehen. Jetzt konnten gerade die Daten nicht aus der Cloud geladen werden. Ach ja, na gut. Was spricht der Herr Richter? Sei gegrüßt, Sayyidi. Sag, dürfte ich dir vielleicht ein paar Fragen zu Statthalter Muhammad ibn Tahir stellen? Ich werde nicht unterbezahlt, um Fragen zu beantworten. Ich schlage vor, du gibst mir einen Anreiz, sonst... Würdest du dieses Zeichen der Wertschätzung eines einfachen Bürgers annehmen? Als Anzahlung, ja. Ich diene der Gerechtigkeit und verhindere sie nicht. Nimm das Geld. Also, was weißt du über den Statthalter? Er wird gefürchtet, geachtet... hat sich ganz Recht und Ordnung verschrieben. Das ist alles, was du weißt? Du arbeitest hier. Und Muhammad ibn Tahir hat einen Sitz am Gericht. Am Shorta-Gerichtshof, nicht am Masalim. Aber er hat Spitzel hier. Jeden Mittag eilt einer von ihnen zu ihm. Und nun, einen guten Tag. Okay. So, das hatten wir gelesen. Ne, das hatten wir noch nie gelesen, ne? Der Lauf der Gerechtigkeit, Erlass. Der angeklagte Kadi hat sich der ungeheuerlichen Rechtsbeugung zur eigenen Bereicherung schuldig gemacht. Dieses Gericht kam daher zu der Überzeugung, dass ihm der Rang eines Kadi entzogen werden sollte, damit Recht und Gesetz nicht weiter von ihm fehl ausgelegt und missbraucht werden könnte. So. Ich hoffe, das war's. Das war nicht das, was wir schon meinen. Nee, das war das hier vorne, glaube ich. Achso. Alles klar, gehen wir es noch raus. Dieser Bote könnte mich zur Arbeitsstätte des Statthalters führen. Und zu den Geheimnissen, die es dort geben mag.
20 Spiele, 19 Meter. Habe ich dich doch glatt aus den Augen verloren. 8 Meter, 7 Meter, 5 Meter. Habe ich dich unterschätzt? Merkwürdig. Wohin bist du gerannt? Du bist schnell. Ich bin schneller. Genau. Halt! Schnell eine kleine Streit essen. Und hier auch noch. Und dann sind wir wieder top of the top. Top of the... Ja, ist egal. Ich bin gar nicht da. In meiner Eile bist du mir entwischt. Aber ich finde dich wieder. Ich bin gar nicht da. Dann bin ich aufmerksamer. Was für ein Deutsch später? Wo ist der hin? Da kann doch gar nicht so schnell hier irgendwo hin. Wo ist er? Das war wieder klar, dass wir wieder falsch abgebogen sind. Wo geht's hier rein? Hey, geht schlecht für dich. Halt mir die Hose, was? Falls später noch. Okay. Übergabe von Beweisen. Es wird erlassen, dass es allen Amtsträgern des Gerichts strengstens verboten ist, Beweise für Bestechlichkeit bei sich zu tragen oder in privaten Schreibstuben aufzubewahren. Alle Beweise müssen in dem dafür vorgesehenen Platz über dem Gericht aufbewahrt werden. Insbesondere müssen unrechtmäßig erworbene Gewinne ausgehändigt werden, auf dass sie nicht wieder in die falschen Hände geraten. Dieses Gericht muss Bestechlichkeit bekämpfen und ihr nicht selbst zum Opfer fallen. So, was hat denn da hier abgelegt? Achso, wir sollen wieder lauschen, oder? Na Quatsch. Dem, was ich wirklich suche. Ach, wir starten wieder von vorn. Okay. Deswegen war der auf einmal so weit weg. Ich verstehe. Er fühlte sich ertappt und deswegen wurde das wieder zurückgesetzt. Sie laufen da durchs Gemüse. Da sollte eigentlich da reingehen und nicht daneben. Ist da wieder weg? Jetzt dreht er sich wieder um. Guck. Guckst du.
Sag ich doch. Jedes Mal, wenn der stehen bleibt, dreht er sich um und dann geht er weiter. Nicht gut genug. Morgen also. Und dann darf ich mich nicht sehen lassen. Ach, Scheiße! Geh. Geh mit Gott, aber geh. Dreh dich um und geh weiter. Den Daumen, dass ich diesmal nicht wieder vermassel, weil wie gesagt, die sind ein bisschen sehr pingelig. Und wir könnten natürlich auch über die Täscher gehen, aber das ist ja dann relativ unspannend. Da ist es ja kein Kunststück, versteckt zu bleiben, ne? So, bis hierher waren wir schon mal. Jetzt redet er mit den Wachen, wie es aussieht. Okay. Dann bleibt uns ja eigentlich gar nichts anderes übrig, als rumzugehen. Wo ist er? Um mich loszuwerden, musst du dich mehr anstrengen. Geh weiter. So ist brav. Okay. العدسات قد طبعها بصورة سيئة.
Darwish warnte mich immer, dass ich vor der Shorta enden würde. Wer hätte gedacht, dass ich freiwillig reingehe?